So Leute, willkommen zu einer Runde Zombies auf Gomme und ja, später wird es noch eine Runde Evolution auf Mindplex geben. Das Video wird also aus zwei Teilen bestehen. Und ja, ich habe auch heute ein Thema vorbereitet, nämlich die Entwicklung so von Minecraft. Das heißt so, welche Spielmodi eigentlich so die Szene geprägt haben, so bei der Zeit. Und ja, aber erstmal zu Zombies auf Gomme, das ist ganz neu. Und an sich, ja, ist der Spielmodus gar nicht so kompliziert. Es gilt nämlich, Villager zu verteidigen. Und das ist das ganz normale Infizierten-System. Das heißt, es gibt, ja, ich weiß gar nicht, wie viele starten. Es gibt auf jeden Fall ein, zwei Spieler, die als Zombie starten. Und wenn man halt einen Spieler killt, dann ist er ebenfalls infiziert und hilft denen quasi. Es sind verschiedene Villager auf der Map verteilt, insgesamt 10 Stück. Und die müssen halt die Zombies infizieren. Wir müssen halt versuchen, dass sie nicht infiziert werden, weil wenn alle infiziert sind, haben wir verloren. Wir müssen Skulls sammeln durch Killen von den Zombies und dann wird nach der Zeit, ja, wenn wir genug Skulls haben, haben wir ein Gegenmittel und das ganze Spiel ist gewonnen. Und jo, die Map kenne ich nur gar nicht, ich habe davor so eine Waldmap gespielt. Und ja, ihr seht es rechts im Scoreboard, 0 von 50 Skulls, es gibt 0 von 24 Infizierte bis jetzt. Und ja, 10 von 10 Villager, hier zum Beispiel stehen die und hier sehen wir den infizierten Radius, bla bla bla. Und ja, die Infektion startet hier gleich. Ich weiß gar nicht, wo sie spawnen. Ich weiß es gar nicht. Wo spawnt er denn? So, jetzt sehen wir, 5 Infizierte gibt es. Okay. Gut. Zack. So, einen Skull abgegeben. Und da seht ihr schon, wir haben einen Skull abgegeben. So, da sehen wir schon Infizierten. Den Typ Müll. Und ja, an sich, was ich mega cool finde, was es ein bisschen angenehmer macht, man kriegt verschiedene Sachen gedroppt, wenn man auch killt. So, direkt 2 Skulls noch abgegeben. Und ja, da sehen wir sogar schon, der ist infiziert. Und immer, wenn wir halt einen killen, kriegen wir so extra Sachen wie Explosionsdruckplatten, extra Herzen, halt die Skulls und bla bla bla. Potions und Powder of Life ist einfach so eine Regeneration. Die werden wir uns natürlich noch aufheben. 8 Stück sind schon eigentlich recht gut. So, wo sind denn die Zombies? Insgesamt gibt es gerade erst 5 Infizierte, das heißt, ja, noch ist alles chillig. An sich wird es dann definitiv in zweistelligen Bereich gehen und dann wird es eigentlich dringender. An sich wird man Villager verlieren, das ist einfach, wir haben jetzt schon 3 verloren, aber es ist halt wichtig, dass einer überlebt und dann halt einen dann stark beschützt. Ich sehe schon, dass die bei dem da ganz krass stehen. Und dann würde ich sagen, geben wir auch dort die Skulls einfach alles ab und bleiben hier mal. So. Ja, da sehen wir schon, Mammut wurde infiziert, es läuft gerade nicht so bombig. So, da sehen wir sie. Und dann der Dude raus hier vorbei. Die haben auf jeden Fall einen kranken Speed drauf, aber halt schlechteres Equipment. Weil wir sind recht gut ausgerüstet. Wir haben Bogen mit Infinity und Power 2. Und ja, auf jeden Fall sind hier immer wieder Silberfische und so ein Dreck. So, und ja, der ist infiziert. Der nimmt keine Skulls mehr an. Dieser Villager wurde infiziert und nimmt keine weiteren Skulls mehr an. Das heißt, wir können auch dort keine abgeben. So, an sich passiert hier gerade nichts davon allein. Ja, da ist er down. Da haben wir es gesehen, der hat Sachen gedroppt und das werden wir sogar jetzt die Druckplatten irgendwo mal platzieren. Wir selber können sie nicht auslösen, das heißt nur die Zombies und die werden dann hochgesprengt. Ich denke, sich hier in dem Radius irgendwo hinzutun, ist keine schlechte Sache. So, da wird doch bestimmt einer mal so. Und dann gehen wir direkt mal einen Skull ab. So, 16 Skulls haben wir. Hello, Villager. Und die sind auch nicht instant infiziert, die Villager, denn die müssen ein bisschen drauf klacken. Ein bisschen draufhauen, die Zombies. Klacken. Was ist das für ein Wort? Wieso habe ich Klacken gesagt? So, gehen mal drauf. Also, jetzt wollte ich mal ein bisschen reden. Wir sind hier ein bisschen zu stark im Getümmel. Und ja, was halt interessant ist, finde ich, Survival Games gibt es ja wirklich schon seit Ewigkeiten. Ich bin mir sicher, wenn ihr mit Minecraft angefangen habt, gab es schon Survival Games. Und eigentlich auch Bed Wars. Bed Wars vielleicht noch nicht so krass. Kommt drauf an, halt, wann ihr mit Minecraft so angefangen habt. Aber Survival Games, selbst als ich angefangen habe, gab es Survival Games. Das war einfach immer fix da. Und deswegen ist die Entwicklung, da, den wollen wir haben. Müssen wir es da unten hin. So, zack, so, wir haben recht viel Powder of Life. Kann man hier hoch? Ja. Nein! Ah, du da, stirb. So. Noch ein Skull, wir haben ein bisschen Powder nehmen. So, der will den gerade killen. Abgeben, abgeben. So, ich habe jetzt 2 Fall aus irgendeinem Grund. Stirb. So, da ist er down. Mit seinen Sachen. So, bei den toten Villagern, also was heißt infizierte Villager, ja, spawnen auch die ganzen Silberfische. Die sind jetzt so. Oh. Ich nehme ich gerne. Ich hatte doch gerade noch einen Skull. Egal. Mit einer Rot hier jetzt. Das ist ja lustig. Okay, jetzt langsam werden es ein bisschen viele. Wir sehen schon 14 infizierte Villager. Das ist schon recht krass. Müssen wir mal gucken, dass wir es hinbekommen. Aber wir haben schon bald alles Skulls zusammen. Von dem her geht das ziemlich klar. Und ja, an sich wird immer SG gespielt auch. Also.
das Lustige dabei ist, ich habe immer noch Spaß an Survival Games und ich spiele Minecraft schon lange. Also 5 Jahre spiele ich jetzt Minecraft, glaube ich. Ja, kann hinkommen. Vier, viereinhalb. Auf jeden Fall spiele ich wirklich Minecraft schon eine wirklich angemessen lange Zeit. Nein, Villager darf kein. Da habt ihr gesehen. Oh Gott, nein. Das sind hier ein paar zu viele. Ja, na super, der wurde infiziert. Wir haben nur noch einen Villager. Krass. Scheiße, das läuft jetzt gerade nicht so bombig. Die Frage ist jetzt einfach, wo ist der letzte Villager? Den müssen wir irgendwie jetzt finden und ganz schnell beschützen. Die Zombies haben gewonnen, alle Villager infiziert worden. GG. Ja, und wir spielen noch eine zweite Runde aber hier, weil die Runden dauern alle sehr kurz. Und dann spielen wir gleich noch eine Runde Evolution. Naja, ich mache gar keinen Cut hier rein. Das mache ich bei Evolution dann noch. So. Zerstört. Und ja, an sich finde ich es echt erstaunlich. Klar, es kommen immer wieder neue Spielmodi raus. Wäre jetzt hier sehr passend. Wir spielen zwei neue Spielmodi. Die sind zwar teilweise recht nett, spielt man ein bisschen. Aber im Endeffekt fällt man doch immer wieder zurück auf Bad Wars. Und ich wäre gerne mal infizierter. Ich weiß jetzt noch nicht. Immer wieder zurück auf Bad Wars und SG. Und wieso gerade? Wieso hat sich das so krass gemacht? Ich finde, SG ist einfach das perfekte Spiel für Minecraft. Das ist einfach. Minecraft ist eigentlich ein Survival-Spiel und so. Und ich finde, das ist einfach. Ja, SG passt zu Minecraft wie Arsch auf Eimer, wenn man das jetzt so sagt. Das ist wirklich so. Die passen einfach krass gut zusammen. Und deswegen hat sich das einfach so krass entwickelt. Von dem her, ich bin mal... Oh, nice. Ich bin ein Zombie. Finde ich mal gut sogar. Patient Nummer 0. Das ist die Liefen, wenn man, glaube ich, als erster... So, jetzt sind wir unleashed. Der Dude will aber auch irgendwie direkt sterben, weil wir respawnen. Spawnen wir an der Stelle wieder, ja. Ist auch ein Depp. Infektion. So. Wenn wir mal gucken hier. Wenn ich natürlich auch eine Rot hätte als Zombie, weil als Zombie geht man ja so krass schnell drauf. So. Gehen wir mal hier außen her. Und die Frage ist halt, wird sich mal nochmal so ein Minispiel in Minecraft nochmal so krass etablieren? Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach fast nein. Also, ich würde wirklich einfach sagen nein. Das ist einfach... Dich werde ich holen. Nice. So, wir gucken mal, dass wir ein paar Villager hier wegsnacken. Wir gehen mal ein bisschen am Rand her und dann gucken mal, wo wir hier in Ruhe einen Villager töten können, weil viele werden ja nicht beschützt am Anfang. Kann man irgendwas hier machen? Nein. So, hier am Rand stehen doch eigentlich immer welche. Ein Villager wurde infiziert. Und die Frage ist wirklich, wird sich ein Spielmodi nochmal so etablieren, dass der, ja, so beliebt wird wie Bad Wars und SG? So. Das glaube ich eigentlich fast nicht. Das hat sich dann wirklich klar. Ihr könnt, viele werden jetzt sagen, ja, guck mal hier, Quick SG auf Gomo oder jetzt unser neues Quick Bad Wars of the Ways. Ja, da spiele ich auch nicht viel, aber das sind ja eigentlich nur Unterkategorien und gehört ja schon zur Hauptkategorie, nur weil das jetzt ja eine andere Form davon ist. Auch Ender Games ist für mich Survival Games. Klar, ein bisschen sehr verändert mit Perks und bla bla bla, aber an sich ist es schon, ja, immer noch das Hauptspiel. Und gerade sowas wie Zombies ist ja was Neues, aber wird sich das richtig etablieren? Ich glaube nicht, also ich finde den Modus recht cool. Den kann man ein paar Mal zocken, aber ja, mehr halt würde ich den jetzt nicht spielen. So sagen wir das jetzt einfach. Zu Evolution sage ich gleich noch mehr. So, mir hilft auch ein Kumpel. Mit dem Bogen hat man eigentlich viel mehr Chancen, das läuft besser. Ich denke, wir fokussen den. Ich bin gleich down schon. Ich meine einfach Bogen mit Bowspam. Läuft einfach, ja. Was habe ich denn hier? Potion Toe. Okay, habe ich jetzt verloren? Ne, die habe ich jetzt. Wahrscheinlich vergifte ich damit jemanden, würde ich einfach mal behaupten. Ich habe auch bessere Rüstung bekommen. Weil ich auch ordentlich welche gekillt habe. Ah, nee, das haben, glaube ich, alle bekommen. So, die Silberfische ignorieren uns. Das ist schon mal gut. So, ich würde sagen einfach, dass wir die Runde gewonnen haben. Das ist einfach. Die haben keine Chance mehr. Mal gucken einfach mal. Okay. Ja, der ist jetzt vergiftet. Mein Kill, ich habe den vorbereitet und ich will den noch haben. Nice, Alter, geil, ich habe so ein... Das ist natürlich mal mega cool, ich habe jetzt so ein Todespferd einfach. Mein Todespferd. Oh. Pomm. Alter, das Todespferd bockt sich ja mal mega. Kann das auch springen? Nee, das kann nicht springen. Da sieht man hier direkt, dass ich der Boss-Zombie einfach bin. Ich bin einfach der Boss-Zombie. Ist wirklich einfach so, ich renne hier an allen vorbei. Ja, ihr Luschen vom Pferd hier. Zack, zack. Ich hab... Das mit dem Zombie-Pferd ist natürlich eine krass geile Idee. Den letzten Kill möchte ich noch haben. Nein, oh, da wurde ich getötet sogar. Egal.
Ah, ich bekomme sogar, wenn ich spawne. Wie krass ist das denn? So, meine Gefolgschaft, folgt mir. So, rennen wir rüber. Das lebt noch einer. Ne, zwei leben noch. Zwei leben noch. Ne, jetzt ist es auf dem Dach, okay. Gucken wir mal. So, Ferdi kann man noch hier überall hoch. Das wäre natürlich mega cool. Natürlich kann man das. Sehr schön. Okay, wo bist du? Ich töte dich. Kann man hier runter oder will man da runter? Ich weiß es nicht. Aua. Liegen Rot, alles mögliche. So, der Untergang. Gut, wir haben sehr viele Achievements bekommen. Und ja, dann haben wir direkt zwei perfekte Runden gesehen. Gut, die eine Runde hatten wir verloren. Aber trotzdem kommt es mir sehr balanced vor. Also das muss ich hier auch definitiv stark loben, weil ich finde, das Spiel ist wirklich sehr balanced. Was bei sowas halt krass wichtig ist, weil man kennt so Spiele manchmal so, boah, wenn man ein Zombie ist, dann hat man fast eh gewonnen. Oder wenn man, ja, Zombies haben eh keine Chance. Eher ist es öfters so, dass man als Zombie keine Chance hat, weil die dann zu schwach gemacht wurden. Aber ich finde das hier, ja, wirklich sehr balanced. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt bei einer Runde Evolution. So, Leute, willkommen zu Evolution. Das war wie so eine Begrüßung von dem Video, aber wir sind jetzt einfach in der zweiten Runde. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es für euch so okay ist, weil das wird, ja, so lange wird das Video gar nicht. Ob man so zwei Modi mal spielt, so neue. Ich fand das einfach jetzt passend, weil irgendwie die so ein bisschen Ähnlichkeit haben, Evolution und Zombies. Nein, eigentlich nicht. Aber gut, trotzdem. Also Evolution ist eigentlich ein etwas magerer Spielmodus, finde ich. Also ich habe den jetzt ein paar Mal schon gespielt, vorher gehabt, vor ein paar Tagen, also als er rauskam. Mich richtig geflasht hat er jetzt nicht, muss ich sagen. Das bin ich sehr ehrlich. Da war Zombies auf Gomme besser. Also ich erkläre euch kurz das Spiel im Prinzip. Wir sind jetzt Golems alle. Und auf jeden Fall müssen wir, zack, einen anderen Golem töten. Und wenn wir das gemacht haben, dann dürfen wir Evolution machen. Das heißt, wir werden ein anderes Tier. So, der darf jetzt zum Beispiel, ja, evolutionieren. Der wird sich jetzt verstecken irgendwo. Und da sehen wir es jetzt, evolutioniert er gerade, weil er diese Partikel rausbekommt, und er wird dann die nächste Stufe erreichen, anderes Tier. Und das geht so lange, bis man als letztes Tier dann da was geschafft hat. Und ja, den killen wir. So, zum Beispiel jetzt sollten wir ganz schnell abhauen, wenn es geht. Mal Crouch to Evolve. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall sterben, das wäre sehr minus. Wir rennen jetzt erstmal weg, müssen einen safen Spot finden. Das ist teilweise echt schwer, besonders wenn alle Spieler da sind. Weil ich verfolge, nein. So, da sehe ich, crouche jetzt und dann lädt sich das auf und der wird das sehen, dass ich gerade Evolve will auf mich drauf gehen. Nein, ich habe es aber schon geschafft. Da sehen wir halt, dass ich jetzt ein Blaze bin. Da sehen wir die Stats davon und ja, jetzt bin ich halt wieder drin im Spiel. Und dann kann ich halt weiter killen. Jetzt sehe ich halt aus wie ein Blaze auch, habe die Effekte und ich habe den direkt gekillt, aber der wird mich auch absnacken, oder? Wird er das? Nee, wird er vielleicht nicht. Ein Herz habe ich, das ist echt schon. Hat jemand mich geschlagen? Geh weg. So, dann haben wir gerade einen Flame Pro gesehen. Ich gehe hier rein. So. Und dann evolve ich mal. Dann werde ich auch schon, ja, einer der Höheren sein. First to Six ist das Ganze. Da seht ihr schon rechts im Scorpion, dann weiß. Ich bin da sogar einer der Höheren. Jetzt ist meine Spider. Und ja, das geht eigentlich so weiter. An sich ein recht netter Modi für zwischendurch. So nennt man das einfach mal. Aber mehr darüber hinaus würde ich das jetzt einfach mal nicht bezeichnen. Ich denke, wir killen einfach den Blaze. Ja. Da haben wir den auch schon. Und hier können wir die Spinnennetzen throwen. Die machen Damage und ja, halt Spinnennetz. So. Runde läuft eigentlich mega krass für uns. Der 2-2 Marty ist aber auch gut dabei. Und ja, jetzt wieder, wenn wir es geschafft haben, ein Creeper. Danach kommt, glaube ich, Chicken, danach Slime. Wenn ich mich nicht irre. Oder andersrum. Auf jeden Fall kommen die beiden noch. So. Ja, Slime sehen wir da, dann kommt danach Slime. Der Slime darf auf keinen Fall evolven, so. Jetzt müssen wir irgendwie evolven in Ruhe. Ich bin full life eigentlich. Na komm her, ich kill dich. Ich hoffe, dass ich dich kille, ja. So, ganz schnell evolven. Und zack, dann sind wir jetzt in Slime und danach kommt das Chicken, genau. Jo, an sich, die werden nicht schlechter und auch nicht besser. Die Creatures hat halt alle so seine Vorteile. Zum Beispiel jetzt mit dem Slime können wir so nach vorne jumpen. Macht alles Damage auch. Also, wenn wir dann gegen jemanden knallen, machen wir Damage. Der wird ganz low sein. Würde ich einfach mal jetzt mal behaupten. Ja. Weil wenn jemand so wegrennt von der Crowd, dann so wegjumpen und dann schnell evolven. Ah, scheiße. Nein! Ja, wenn man gestorben ist, kann man nicht mehr evolven. Man muss wieder jemanden killen. Deswegen eigentlich immer verstecken angesagt, sonst wäre es ja egal. Ja, da hinten ist jemand noch Eisengolem. Der, nein! Der war gerade am evolven. So, den wollen wir aber direkt mal spawntrappen. Würde ich einfach mal sagen. Okay, und zack. Na komm her. So. Ja, gegen Slime kann man halt nicht entkommen.
weil er immer so nachjumpt. Sein Fire-Teil da ist aber auch sauätzend. So, so, da haben wir den. Und ja, wir sind hier recht safe. Zack, 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 zack. Ihr könnt ja mal selber einfach in die Kommentare schreiben. Zwei verschiedene Spielmodi auf zwei verschiedenen Servern. Was, welche euch besser gefällt, könnt ihr einfach mal sehr, ja, sehr ausführlich beschreiben. Würde mich sehr interessieren. Ja, dann sind wir jetzt beim Chick angekommen. Wir sind der Erste sogar. Also sollten wir die Runde eigentlich gewinnen. Wenn jetzt nichts falsch läuft. Ja, das Chicken hat am wenigsten Leben, ein Poke-Creature hat immer weniger Leben. An sich ist eigentlich schon der Eisengolem da der Beste, der hat nämlich zwei ganze HP-Bars. So, da haben wir den. Und ja, dann haben wir das Spiel jetzt gleich gewonnen. Wenn wir jetzt irgendwo uns evolven können in Ruhe. Ja, wir selber sehen jetzt wie wir aus, aber wir sind in Wahrheit ein Chicken. Okay. Jack. Und ja, weiß was von der Game. GG. Oh, Chat und Silence noch. Dann schreiben wir jetzt GG. Und ja, das waren die zwei Spielmodi, sehr kurz. Ja, Hex. Und ja, ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wie immer, Spielmodi-Vorschläge und sowas gerne in die Kommentare. Und ja, an sich habe ich sehr viel Spaß an den einzelnen Videos, aber ich vermisse sehr stark ein regelmäßiges Projekt auf meinem Kanal. Von dem her werde ich jetzt mit Druck weiterarbeiten, dass demnächst eins für euch kommt. Und zwar auch nicht irgendein Brand-Detail, sondern was richtig cool ist. Und ja, dann freut euch einfach drauf. Ich freue mich nämlich selber drauf, weil ich habe deutlich mehr Spaß dann beim Aufnehmen. Projekte wirklich mit dem Ziel verfolgen und sowas habe ich meistens mehr Spaß dran. Also das ist einfach so. Ich finde das irgendwie immer cooler. Man kann da sich mehr aufbauen halt. Und ich finde auch besser Sachen besprechen. Man hat immer einen Aufnahmepartner meistens für sowas auch. Und keine Ahnung. Also könnt ihr mal selber schreiben, ob ihr eher ein Fan von diesen einzelnen PvP-Videos seid oder ob ihr lieber Projekte verfolgt. Das wäre noch so eine zweite Frage des Videos. Und ja, dann ich möchte nicht noch eine Runde spielen. Sehr sharp. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Hallo, ihr Leute. Komm, wir machen jetzt hier mal. Jetzt. Was mir immer aufgefallen ist, bei der Watchtime, wenn ich mein Tschüss sage, beenden ganz schnell viele die Aufnahme, aber danach sage ich manchmal noch ein paar Worte immer. Zum Beispiel open jetzt mir einfach mal diese Chest. So. Weil irgendwie meine Begrüßungen sind immer ganz schlecht. Also man soll eine Begrüßung immer sehr plötzlich und direkt machen, weil sonst die Zuschauer abschalten, aber ich mache das nie. Ich rede einfach mal durch. So, wir haben jetzt hier die Drohnen. Pam. 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 Dann bekommen wir irgendwelche tollen Sachen raus. Wir haben ein Sheephead bekommen. Coins, ein Ocelot-Pad und Fireworks. Der Typ guckt mir zu. Hallo. Nein, ich öffne die Truhe. So, wir machen jetzt nur eine Old-Chest auf. Man wird ja mega weggeschleudert. So. Na komm. Puff, 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 puff. Hallo. Zack, zack, zack. Und das. Wir haben bekommen. Flash-Hooks, Pearls. Okay. Kann man das direkt ausprobieren. Cosmetic-Menü. Können wir dann da reingehen und dann, nicht Mounts, Mounts auch, aber Gadgets. Und dann können wir jetzt, dann sehen wir, ich habe richtig viel von dem Ganzen. Ich spüre recht lang schon auf meinem Plex. So, dann haben wir diese Flash Hook. Warte mal. Was bewirkt die nochmal? Ich kenne die nicht. Was macht die nochmal? Hm, irgendwie mag ich die Hook nicht. Was bewirkt das? Ah, das schleudert einen so weg. Okay, gut. Pam! Ah ne, der sitzt da auf dem drauf. Dann machen wir Pam! Okay, der ist ins Game gegangen. Pam! Ich kann dich irgendwie nicht treffen. Du da vorne. Ja. Oder macht er das gerade selber? Nee. Das mache ich. Oder macht er das? Ich weiß es nicht. So, wir verabschieden uns. Tschüss.